So, hallo und herzlich willkommen auf der Wiese. Was macht der Ben auf der Wiese, werdet ihr euch fragen? Naja, folgendes. Er schraubt die Kamera noch ein bisschen höher. Schaffhold mit der Actioncam liegt daran, dass das Wetter sehr, sehr gut ist. Ganz hervorragend. Nämlich, es könnte jeden Moment regnen. Und das ist was Gutes. Und das bedeutet, dass ich halt lieber mit der wasserdichten Kamera heute arbeite, weil ich halt einfach nicht weiß, wann es mal wieder runterkommt. Und das, wie gesagt, das ist gut. So, ich wollte vorzeigen und auch kurz ausprobieren. Dieses Zeug, das ist weißer Stoff. Wow, wahnsinnig faszinierend, ne? Ne, das nennt sich Tyvek. Ja, also Tyvek ist ein Kunststoff und ich habe inzwischen noch ein bisschen recherchiert, deswegen quatsche ich jetzt einfach drüber über das, was ich da live erzählt habe. Das ist jetzt gar nicht so kompetent gewesen. Ja, es besteht aus Polyethylen, wird in einer Faserstruktur zusammengeklebt und gibt es im Grunde in zwei Strukturen, einmal Soft Structure und Hard Structure. Was ich hier in der Hand habe, ist Soft Structure. Das hat so eine textilartige Oberfläche, kann mikroperforiert werden und ist damit zwar wasserdicht von außen, ziemlich winddicht, ja 100% winddicht von außen, aber noch ein bisschen luftdurchlässig und wird gern verwendet zum Beispiel für Schutzanzüge, also die berühmten weißen Schutzanzüge, die die ganzen Infektionseindämmungsmenschen anhaben und so Leute, biologische Schutzanzüge sonst wie, die können gerne mal aus Tyvek gemacht sein, weil von Tyvek aus nach außen keine Hautpartikelchen und Körperzellen abgegeben werden, das heißt man hat auch eine sehr sterile Arbeitsumgebung und kontaminiert selbst nichts und es geht halt selbst nichts durch. Das Zeug ist chemikalienbeständig, alles Mögliche beständig, wasserdicht, wie gesagt, und so weiter. Wiegt in der Soft Structure Variante 54, also das, was ich da habe, 54 Gramm pro Quadratmeter, ist damit auch sehr leicht und wird im Outdoor-Bereich eben auch vielseitig angewendet. Ansonsten ist es ein tolles Verpackungsmaterial. Man kann es unter das Dach hängen als zusätzliche Isolation, also im Bau wird es angewendet und. Also industrielle Anwendungsbeispiele. Jede Menge und hat halt eben eine textilartige Struktur, jetzt dieses Soft Structure. Macht auch wenig Lärm, fühlt sich ganz gut an. So. Und ich teste jetzt gerade mal, lege mir das auf die Wiese, mach die Kamera entsprechend etwas runter, ja, und werde hier einfach mal den Knienden machen. Das Schöne ist, die Wiese hier ist super nass. Also heißt, wenn das Ding hier nicht wasserdicht ist, und zwar gut wasserdicht, dann kriege ich jetzt in Kürze nasse Knie, denn die sind jetzt punktuell die Belastung auf das Tyvek auf der sehr nassen Wiese mit meinen Knien, die mit einem gewissen, nicht ganz unerheblichen Gewicht belastet sind. Ich hoffe, das sieht man alles noch auf der Kamera. Sollte eigentlich dazu führen, dass, wenn die Wassersäule von dem Zeug nicht richtig, richtig gut ist, dann müsste hier jetzt was durchgehen. Weil einen viel nasseren Boden wird man in irgendwelchen Outdoor-Übernachtungsfällen selten haben. Es hat, wie gesagt, bis vor kurzem noch ordentlich geregnet. Es hat heute den ganzen Tag, und das ist auch gut so, verdammt nochmal, ordentlich geregnet. Und deswegen, wie gesagt, viel nasser geht eigentlich fast nicht mehr. Und ich stelle fest, nö, da geht überhaupt nichts durch. Das überrascht mich. Weil, die Sache ist nämlich die, ich hatte überlegt, ob ich mir Tyvek zulegen soll. Das ist übrigens ein Dankeschön-Video, ich habe es geschenkt bekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Kommen wir nachher noch dazu. Ja, ich hatte eben überlegt, ob ich es mir zulegen soll, aber mein großes Problem war, dass ich halt nicht wusste, was es macht, die Wassersäule. Wie funktioniert das mit der Wasserdichtigkeit? So, hier habe ich jetzt noch ein großes Stück dafür. Einmal kurz erheben wir uns und mache ich mal hier hin. Und dann machen wir noch den flächigen Test. Das hier, das ist jetzt Hard Structure Tyvek. Das hat, glaube ich, 64 Gramm pro Quadratmeter. Und das hat jetzt im Gegensatz zum Soft Structure Tyvek den Vorteil, dass es noch robuster ist. Aber es hat den Nachteil, es macht Lärm. Und zwar nicht zu knapp. Also Tyvek ist damit das erste Outdoor-Material, nach der Baumarktplane, dass ich kennenlerne,
das wirklich, wirklich laut ist. Ne? Vom Geräusch her. So, da liegt's. Und auch da. Auch noch mal auf die Knie gehen, um zu gucken, dass das alles schön seine Berechtigung hat. Ja, auch da geht nichts durch. Okay, also meine Befürchtung, dass die Wassersäule von Tüvek unter Umständen nicht ausreicht, dass man bei so punktueller Belastung dann doch noch ein bisschen das Wasser durchgepresst bekommt. Also vielleicht, wenn ich jetzt ganz, ganz lange drauf knie, aber ich werde ja normalerweise nicht ganz lange drauf knien, sondern ich werde ja darauf liegen und da verteilt sich mein nicht ganz unerhebliches Gewicht dann ja über eine große Fläche und dann ist das ja auch nicht so das Problem. Packmaß. Packmaß, wie ich inzwischen auch schon feststellen durfte, ist nicht ganz klein. Ja. Ich versuche das mal zusammenzulegen. Ah ja, cool. Nimmt auch nur sehr wenig Wasser auf. Das war jetzt noch meine andere Befürchtung, dass das jetzt gegebenenfalls viel Wasser aufnimmt und dann einfach kleiner Natsch ist, die Folie, das Material an sich. Aber nö, nur ganz leicht feucht. Also von Aufsaugen kann keine Rede sein. Oh. Ja, seht ihr, hier auch mit Dreck. Da bin ich mit dem Knie. Ne? Da hatte ich mit dem Knie belastet. Also das hält's aus, ist überhaupt kein Problem. Also, Packmaß für eine locker 2-Personen-Unterlegplane, also locker 2, wirklich, wirklich gemütlich, ist, ja, wenn man sich Mühe gibt und jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr die Luft rauspresst, aber viel kleiner als so wird's nicht. Ja. Wie gesagt, locker 2 Personen. Das ist, glaube ich, 1,50 Meter mal 2,50 Meter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So viel brauche ich natürlich nicht. Bin aber sehr dankbar, dass ich so viel bekommen habe. Da kann ich 2 Planen draus machen, eine für Evelyn, eine für mich. Und ja, die Geräuschkulisse. Die Geräuschkulisse ist was, da muss man wissen, was man, dass man das halt hat, so in dieser Art und Weise. Da muss man dann entsprechend mit klarkommen und kann ich auch verstehen, wenn jetzt jemand sagt, oh Gott, das ist ja schrecklich. Ja, ist ein wenig nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Ich hoffe, ich bin noch im Bild, ne? Bin mir immer nicht so sicher. Jedenfalls, Wasserdichtigkeit, check. Was ich dann noch ausprobieren wollte war, achso, das kann ich auch gleich noch machen, ist die Reißfestigkeit, weil dieses Soft Structure, das ist ja von der Haptik her wirklich erheblich angenehmer. Das ist, hat auch den großen Vorteil, dass man hier eben entsprechend dieses ganze Geknittere nicht hat, aber was man dafür hat, ist die Möglichkeit, das Ganze einzureißen. Ja? Also das geht. Das ist jetzt nicht besonders reißempfindlich, aber es geht. Und hier wiederum muss ich mich richtig, richtig anstrengen, wenn ich es einreißen will. Und hier war auch schon so ein kleiner Riss am Rand. Also reißfest genug ist es definitiv. Und wie stichdicht es ist, das will ich jetzt eben noch rausfinden. Dafür gehe ich jetzt noch in den Wald. So, hier haben wir jetzt einen, ich würde mal sagen, grob durchschnittlichen Waldboden und Moment, ich würde euch noch ein kleines bisschen, genau, und hier würde ich das Ganze jetzt noch mal ausprobieren, hier auf meinem ziemlich durchschnittlichen Waldboden, und zwar nur die Hard Structure, weil die Soft Structure, das ist ja ein Stück zu Testzwecken und das finde ich auch, ne, also nicht, dass ich mich beschweren möchte, das ist großartig, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hatte ja auch nicht drüber nachgedacht, wirklich Soft Structure für meine Bodenplane nehmen zu wollen, sondern ich hatte schon über Hard Structure nachgedacht, weil Soft Structure ist halt doch, auch wenn es von der Haptik her viel angenehmer ist und auch wasserdicht offensichtlich, gut wasserdicht, bietet sich, glaube ich, doch durch die zusätzliche Robustheit eher das Hard Structure Tüvek.
an. Man kann, das ist übrigens auch ein ganz toller Tipp gewesen, der mir gleich mitgeschickt wurde. Ich habe auch noch ein Stückchen Tyvek dazu bekommen, bei dem das schon gemacht wurde. Man kann das Zeug einfach in der Waschmaschine waschen. Danach ist es verknittert und verrumpelt. Aber das ist gut, weil A, hast dann jede Menge Sollfallstellen. Lässt sich also viel besser zusammenknütteln und zusammenfalten. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und B, hat es dann durch die vielen Knicks, die es bekommen hat beim Waschen in der Maschine, eine deutlich weniger raschelnde Oberfläche. Ja, also das lässt schon nach. Also ich liege hier jetzt, seht man mich? Ja, das ist immer das große Problem, ne? Ich liege hier jetzt so mehr oder weniger mitten auf Stock und Stein. Das ist ja der Sinn der Sache. Ich will ja testen, was passiert, wenn ich mir jetzt überhaupt gar keine Gedanken mache, wo ich meine Isomatte hinlege, sondern ich platze mich wirklich einfach irgendwo auf dem Waldboden und gucke mal, was passiert. Ne? So. Also, abgesehen davon, dass ein bisschen drauf getropft hat und ich einen kalten Hintern kriege, weil der Boden natürlich kalt ist, So, also das Resultat, 0 kleinere Verletzungen, also gar nichts. Ich habe extra nochmal wirklich geguckt, ob ich da nicht doch irgendwie was durchgedrückt habe. Dreck haftet schon, das war ja zu erwarten und ist ja auch nicht weiter dramatisch. Das heißt, man muss vielleicht schon gucken, wenn man jetzt wirklich partout unbedingt sauber bleiben möchte, dass man eventuell versucht, die Innenseite, also die nicht bedruckte, hätte ich jetzt als Innenseite genommen, möglichst sauber zu halten und die andere Seite dann halt dreckig macht. Aber wenn ich die jetzt normal über Stock und Stein auf einen stinknormalen Waldboden, ja, jetzt nicht einen ausgewählt beschissenen Waldboden, auf einem ausgewählt beschissenen Waldboden will man ja auch nicht schlafen, ne? Das macht von daher auch keinen Sinn. Aber bei so einem normalen Waldboden, wo jetzt nichts Auffälliges rumliegt und auch keine scharfkantigen Steinchen. Wobei, bei den allermeisten Böden, auf denen ich unterwegs bin, gibt es halt sowieso auch keine scharfkantigen Steinchen. Hier bei mir im Wald sowieso nicht. In Nordrhein-Westfalen, wo ich auch viel unterwegs bin im Wald, da hätte ich jetzt den einen oder anderen Platz, der mir einfällt, der scharfkantige Steinchen hätte. Da muss ich dann halt vor Ort nochmal testen. Weil ich habe hier wirklich weit und breit keinen. Ich kann es nicht ausprobieren, ob das ein Problem darstellt. Aber hier ist das Holz, auf dem ich da jetzt gelegen bin, überhaupt kein Problem, gar keins. So, hier ist da eben mein Reißtest erstaunlich erfolgreich verlaufen ist. Erfolgreich im Sinne von, es ist gerissen. Möchte ich das nochmal wiederholen, weil ich habe daheim auch schon ein bisschen versucht, das Ding einzureißen. Das geht eigentlich fast nicht. So, Moment, nochmal. Ich muss da beim ersten Reißtest eben auf der Wiese wirklich eine Stelle erwischt haben, die schon eingerissen war. Okay, ja. Also, unter Zuhilfenahme von ganz, ganz viel Force. Das ist eine blöde Idee, das Ding ausgerechnet da einzureißen, wo man sie wahrscheinlich dann nochmal irgendwann verwenden möchte. Aber das macht ja nichts. Ja, und auch die Weiterreißgeschichte, da muss man dann auch nochmal mit wirklich viel Kraft arbeiten, damit das weiter einreißt. Und ich denke, das lässt sich auch, ja gut, wirklich kleben wahrscheinlich eher nicht. Ist, glaube ich, eher so eine, wenn es gerissen ist, dann hat es halt einen Riss. Ist ja scheißegal. Funktioniert ja als Unterlegplane immer noch. Also ich glaube, in diese Richtung muss man da gehen. Aber man muss sich wirklich Mühe geben, wenn man es einreißen möchte. Und offenbar muss man sich auch Mühe geben, wenn man Löcher reinmachen möchte. Und bei dem Gewicht, das nochmal circa ein Drittel leichter ist als Baumarktplane. Bisher habe ich ja zurechtgeschnittene Baumarktplane als Unterlegplane verwendet, die von der Stabilität her, ja okay, Baumarktplane kann man gar nicht einreißen. Also händisch, das geht nicht. Also nochmal reißfester ist sie sicherlich. Ob sie nochmal stichdichter ist, da bin ich mir gar nicht unbedingt sicher.
Das weiß ich nicht, aber sie ist auch eben noch mal einen ganzen Zacken schwerer, so Baumarktplane. Die allerleichteste, ich glaube, meine hat so irgendwas so um die 75 Gramm pro Quadratmeter. Ist also schon noch mal einen Ticken schwerer als diese hier. Die allerleichteste, wie gesagt, als das Tüvek. Ansonsten andere Baumarktplanen sind natürlich noch mal deutlich schwerer. Und wenn man jetzt Tüvek mit zum Beispiel der BW Elefantenhaut vergleichen möchte, dann ganz klar, die Elefantenhaut, die wiegt viel mehr. Die ist zwar auch völlig unzerstörbar und toll robust und ganz super und ich mag sie auch gerne als Bodenplane, aber die ist halt echt viel, viel schwerer. Ja, wie man das jetzt am besten verpackt, muss ich mir noch was einfallen lassen. Und nochmal, ich brauche das Ding ja nicht so groß. Aber ja, Packmaß ist schon vorhanden. Also das merkt man schon, ja, durch die steife Struktur und so weiter. Gut, dann bleibt mir noch, mich herzlich zu bedanken für die Zusendung von Tüvek Proben und vor allen Dingen dem großen Stück hier, was ich jetzt auch gerne verwenden werde. Also da sage ich vielen herzlichen Dank, da freue ich mich sehr drüber auch. Für die anderen noch mal kurz, preislich ist das Zeug, also man kriegt es nicht nachgeschmissen, also das jetzt auch nicht, aber es ist auf jeden Fall relativ günstig. Oder wie der freundlicherweise Schenkende es formuliert hat, nicht so teuer. Ich würde sagen, naja, so vernünftig im Preisbereich für das, was es kann. Ne? Was immer das jetzt heißen soll. Aber ja, also fällt nicht auf, dass es besonders teuer wäre. Hast jetzt nicht mehr im Kopf, was der Quadratmeter kostet. Irgendwo hatte ich es mal gelesen. Wenn man das wohl auf dem Bau braucht oder sonst irgendwie, dann kommt man sicherlich noch mal günstiger ran. Ja. Sonst noch was für Tüvek? Nee, ich glaube, das war alles. Also dieses feinere, dieses Soft Structure, ich glaube, für irgendwelche wirklich wasserdichten Jäckchen oder irgendwelche Umhänge und so weiter und so fort, könnte das noch mal ein Thema sein. Vielleicht besorge ich mir... Ich mache mich mal schlau im Internet, ob es nicht noch irgendwelche Bauanleitungen für Tüvek... Ach, es wird auch für Rucksäcke teilweise verwendet. Habe ich auch schon irgendwie gehört, dass das wohl auch gemacht wird. Aber ja, vielleicht noch irgendwelche Bauanleitungen für Soft Structure Tüvek suchen. Jo, das wäre es jetzt aber wirklich gewesen. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.